die humanitäre Situation in Birma. Humanitäre Hilfe darf keine politischen Grenzen kennen. Es ist ein verheerendes Regime, das in Birma herrscht, und wir dürfen es nicht zulassen, dass die Menschen in diesem Land von diesem Regime nach dieser schrecklichen Naturkatastrophe jetzt ein zweites Mal im Stich gelassen werden. Die Zahlen sind dramatisch, 15.000 Tote, 30.000 Vermisste. Man kann davon ausgehen, wenn das Militärregime von diesen Zahlen spricht, dass die Dunkelziffer noch sehr viel höher ist. Wir fordern das Regime auf, die Grenzen weit zu öffnen, dass tatsächlich internationale Hilfe ins Land kommen kann. Wir fordern, dass die geplante Verfassungs- oder das Verfassungsreferendum angesichts der Katastrophe im Land verschoben wird. Und ich fordere die Bundesregierung auf, mehr zu tun, als bisher angekündigt worden ist. Es wurden 500.000 Euro bisher zur Verfügung gestellt. Ich glaube, das reicht angesichts der dramatischen Situation in Birma nicht aus. Die Mittel für humanitäre Soforthilfe müssen aufgestockt werden, damit die Arbeit der deutschen NGOs vor Ort, wie die der Malteser, wie die der Welthungerhilfe, stärker unterstützt werden. Und es muss massiv darauf gedrängt werden gegenüber dem Regime, dass tatsächlich Zugang besteht für Nichtregierungsorganisationen, für Nothilfeteams wie beispielsweise dem Roten Kreuz, dem THW, die bereitstehen, wenn sie denn die Möglichkeit haben, nach Birma einzureisen, um Trinkwasseraufbereitung und Brunnenreparaturen dort vorzunehmen. Noch einmal, das Regime ist eines der schlimmsten Regime auf der ganzen Welt, aber humanitäre Hilfe darf sich nicht von solchen Erwägungen leiten lassen. Jetzt geht es darum, das Überleben von vielen, vielen Menschen zu sichern.